Willkommen zurück zu Borderlands 2 in dem Kampf gegen den Unbesiegbaren im DLC. Ich habe hier extra Pause gemacht und ja, weiter geht's. Ich kann jetzt nur noch rennen und immer warten, bis mein Geschützturm auf den ballert. Jetzt ist es wieder weg. Ja, ich muss jetzt durchgehend rennen. Ich habe keine Muni mehr. Finde ich ein bisschen fies, dass man keine Munition kriegt. So, und immer wenn mein Geschützturm jetzt kommt. Oh, mein ganzes Schild ist weg. Ey, bist du bescheuert? Geh weg. Was soll ich machen? Ich nehme mal eine andere Waffe in der Hand. Vielleicht, nee, eine andere habe ich gesagt. Ja, die. Besser. Aua. Aber er scheint sich nicht zu heilen. So. Jetzt kann er wieder schießen. Ich sollte aber nicht zu weit von meinem Geschützturm weg. Damit ich immer schön beballern kann. Lass mich in Ruhe! Los, Geschütz, du schaffst das. Du schaffst das, aua. Der schmeißt mit irgendwas. Und mein Geschütz ist schon wieder weg. Mir tut auch schon der Daumen weh vom Laufen. Geh weg. Ja, was bitteschön soll ich sonst anderes machen? Mir fällt nichts ein. Aua. Außer, dass ich gleich tot bin. Jetzt heiz ihn ein. Schild sofort weg, ey. Warum? Geh weg. Geh weg. Aua. Oh ja, das war's. Wie soll ich denn das? Ein neues Magazin! Wie soll ich denn das schaffen, wenn ich so wenig... Hier kann man nirgendwo Munition aufsammeln. Das ist ja das Problem. Ich könnte jetzt noch ein bisschen... Vor allen Dingen ist er jetzt wieder da mit seinem scheiß Roboter. Jetzt verstehe ich auch. Ich meine. Betrachten Sie Ihren Tod nicht als Versagen, sondern als Spaß. Ach, betrachten Sie den Yu-Yu-Respawn von Hyperion nicht als unglücklichen Quinn, sondern als Ihren Trainingsspaß. Bist ihr lieber einen guten Verkauf? Du bist mein millionster Kunde, dass dir das nicht zu Kopf steigt. Möge es dich auf deinen Reisen schützen lassen. Mehr Munition kann ich ja nicht mitnehmen, aber ich sollte als erstes... Die war gut, die war gut. Hatte ich, ne? Aber nee, Moment mal, die Sniper, die hat ja übelst reingehauen. Die lasse ich mal als erstes mit drin. Versuchen wir den gleich nochmal. Ja. Ist wieder der Anfang. Ich glaube, ich werde auch hier gleich mit Raketenwerfer schießen. Moment mal. Das Tor. Hier muss doch ein Trick geben. So, Moment. Das wird nicht. So.
nicht. Ah, ich verstehe. Ah. Er macht keinen Schaden, weil ich... weil ich nicht... Jetzt warte ich mal, bis mein Geschütz wieder da ist. Mist. Ja, weil ich hier hinter der Tür stehe, ne? Stehe ich aber hier, wäre ich ausgesperrt, glaube ich. So, hier so. Lange zum Nachladen. Ich will mal was anderes ausprobieren. Ist das die Sniper? Ja. Ich bin hier drin. Ja, jetzt. Moment. Moment. Macht ja auch nichts. War ich das jetzt wirklich an die Tür? Mhm. Ah, die Tür hat mich zerquetscht. Ich dachte, ich habe jetzt einen cleveren Plan. Und das hat mir jetzt 50.000 wieder gekostet wahrscheinlich. Und? War er tot? Ja, 45.000. Man sollte hier echt nicht viel Geld bei sich haben. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Nichts geht über einen guten Verfehlglück. Naja, bringt so nichts. Aber wisst ihr was, ich guck mich... der ist ja erst aktiviert, wenn ich ihn anschieße, ne? Ich will jetzt hier mal wissen, ob hier irgendwo Munition rumliegt oder so. Ich meine, der hat ja auch unendlich Schuss hier, seine Roboter und so. Nee, gar nichts. Hier liegt gar nichts rum. Was war das da hinten? Da was geleuchtet. Die Tür geht ja dann zu. Ja, hier ist rein gar nichts. Gut, zum Anfang. Schön weit aufmachen. Oh, die schießen Raketen. Uiuiui. Schade, dass ich... ich hätte die Sniper, die hätte mehr Munition gebraucht. Schon alle. Eigentlich ist der ja nicht so schwer, würde ich mal sagen. Nur
dass ich hier, dass die übelst viel aushalten. Aber ich denke doch mal, dass man die Roboter als erstes machen sollte. Oder? Wieder so komisch, dass es alles abprallt. Erste Woche ist alle. Der erste ist auch erledigt. Okay. Vielleicht sollte man ja auch einen übrig lassen. Weil anscheinend die Roboter den festhalten. Wenn er dann erstmal groß ist. Aber man weiß nicht, was passiert. Überraschung!
Alter, riesig. Alter, lass mich in Ruhe. Blöde. Kommt er wieder angesprungen. Ja. Nein. Oh, ich habe schon keine Muni mehr. Warte mal. Pistole. Irgendeine Waffe konnte ich doch noch nehmen. Pistole, okay. Oder Maschinengewehr. Hatte ich noch nicht. Das Maschinengewehr hatte ich doch schon. Ah, der rennt doch noch weg davor. Feuerschutz! Ja, das Geschütz hat er jetzt sehr lange gehalten. Jetzt stehen unsere Chancen ja noch schlechter. Oder ich müsste erstmal nach St. Sherry, oder Scary, noch ein bisschen Iridium ausgeben und ein bisschen mehr. Wisst ihr? Weil ich habe hier... Ah, hier habe ich ja noch. Ah, es wird trotzdem nicht ausreichen. Geschütz ist schon wieder weg. Hier mal ein bisschen weg. Geschütz in Stellung gebracht. Ich frage mich gerade, warum mein Geschütz immer so schnell weg ist. Aua! Ja, toll. Nee, den schaffe ich so nicht. Leute. Haben wir ihn voll vergessen. Ich kann ihn jetzt hier in die Fresse schießen, wie ich will. Na gut, aber ihr habt den mal gesehen, machbar ist er eventuell, vielleicht gibt es ja da auch irgendeinen Trick, da müsste ich mal gucken, ob es da ein Video gibt oder so. Den, der Sie in diese missliche Lage gebracht hat? Warum stoppen Sie Ihr Arsenal nicht mit Hyperion-Feuerwaffen auf? Ach, leck mich. So.
dann würde ich sagen. Man könnte hier natürlich noch, bei denen kann man es natürlich nicht kaufen. Da auch nicht. Dass man ein Schrot könnte ich mir jetzt noch besorgen. Aber ich glaube, die Mission wird wohl offen bleiben. Erstmal. Bis ich herausgefunden habe. Ich meine, der ist gar nicht so schwer. Aber zum Schluss, mein Geschützturm, das könnte auch ewig dauern, ne? Also erst die Roboter weg. Und dann. Jetzt wieder das Problem mit dem Dings hier. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Boah, ich überlege. Reicht einfach die Munition hier aus? Nee, komm. Wir werden, ist hier denn kein Reiseding? Muss ich jetzt echt wieder zurückrennen den ganzen Weg? Ja, das mache ich aber offscreen. Okay, dann sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Borderlands. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.